Moin Leute, zum nächsten Video. Wir spielen Beacon Wars aus dem vorherigen Dings. Ich hab grad vergessen, wie es heißt. Diesen Wettbewerb. Okay. Worum geht's? Was muss ich machen? Er bietet. Irgendwie nervt mich Skype gerade, warte mal. Beenden. Danke. To the Beacon. Ach, Beacon, ich bin auch dumm. But our enemies have also received the beacon from their gods. We must destroy the enemy beacon. VRSD to look around. Okay. M to toggle Musik. Ich möchte die Musik wieder anmachen! Build tools. First of all, I want to build a tool. Where? I think. There. Und get into this one. So, kann ich jetzt einen neuen bauen? Nö. Ich bin fertig. Was muss ich da machen? Ich bin fertig damit. Hallo, ich habe wieder Gold gekriegt. Bauen wir mal ein Haus hier auf. Immer wieder Gold, okay. 400 Bushes Cannon. Ach, ich brauche eine Kanone. Oh Gott. Oh Gott, okay. Ich baue noch einen höher. Ich möchte nämlich beide. Auf ein bisschen. Hier ist halt das auf Schutz, sage ich mal. Weil da sind ja keine Kanonen drin. Ich habe verstanden, okay. Wir warten jetzt kurz. Bis wir genug Geld haben. Für eine Kanone und sehen, was die so treiben. Kann ich hier nochmal rumscrollen? Hallo? Spiel? Oh, ich wollte, ich verkaufe den Dreck. Wie kann ich nochmal. Achso. Stimmt ja. Alter, baut der viele Türme. Ich würde das Spiel gerne nochmal von vorne anfangen, wenn das geht. Ich hab's nämlich jetzt erst verstanden. So, ich muss warten, bis wir 400 haben und dann kann ich eine Kanone bauen. Wobei ich denke, dass der hier dumm ist. Weil er keine erhöhten Positionen hat. Aber ich denke, es wäre schlauer gewesen, hier eine erhöhte Position zu machen, dann so. Weil ich es natürlich nicht gemacht habe. Ist natürlich auch eine Sache der Strategie. Kriege ich kein Gold mehr? Oder was ist los? Doch, jetzt. Okay. Muss ich den Planeten drehen, um Gold zu kriegen? Ich muss den Planeten drehen, um Gold zu kriegen. Lol. Dreh dich schneller, Planet! What the fuck? Das geht sich immer noch. Und jetzt drehen wir ihn rückwärts. Und da, stopp. Fire Cannon! Hat unsere Kanone geschossen? So, ah. Okay, wenn ich den Planeten jetzt drehe. So. Und jetzt. Drehe. Stopp!
drehe dich schneller in diese Richtung, okay. Wir drehen den mal, um ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Ich habe das Spiel, glaube ich, verstanden. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich drehe den jetzt einfach, um ein bisschen Geld zu kriegen. Mir auch egal, ob die Enemies eine Kanone kriegen. Einzige Frage, die ich mir stelle, wo? Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Sachen bilden, und zwar hier und hier. Und dann drehen wir den Planeten noch ein bisschen. Weil ich glaube, diese Gebäude geben mir mehr Money. Ich krieg 13. Jetzt krieg ich grad gar nichts. Weil ich die Kanone feuern kann. Ah, stopp! Nicht so fast drehen! Don't turn this fast! Ah. Stopp! Da kann ich nichts mehr oben drauf bauen, aber ich kann hier noch einen drauf bauen. So. Wo steht die gegnerische Kanone? Einmal gucken. Die feuert schon, aber trifft bei weitem nicht. Okay. Ah Gott, zurück! Was mache ich? Ich hasse diesen Planeten gerade. Hm. Feuerkanonen! Auf die Kanone klicken! In diese Richtung schießen, so rumdrehen, so rumdrehen, zack, komm, kipp ein Turm mit der Kanone drauf, los. Jetzt muss ich meinen weg davon drehen, danke. So, und jetzt so ein bisschen drehen. 24, 29 und stopp. Allmählich stoppen. Dann auf Plus drücken. Den noch einen hochbauen, den noch einen hochbauen und weiter drehen. So. Weil ich möchte im nächsten Zug mit meiner Kanone, die ich da oben drauf bauen werde, den Gegner so richtig schön eindrücken. Also jetzt ehrlich. Ich muss kurz rübsen, aufstoßen, wie auch immer. So, 300 und jetzt gleich 3, 2, 1. Stopp! Mal turning. Weil ich kann meine Kanone schießen lassen. Das ist schon mal gut. Firing Cannon. Das ist Gegnerdorf. Dann schießen wir doch mal. So. Und jetzt drehen wir das Ganze so rum, dass das so. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. So musste ich das drehen. Upsala. So, wo ist mein Gebäude? Der baut das jetzt genau vor das große Gebäude, ist der Jochen. Build Tools. Jetzt kann ich den noch einen höher. Warte, ich baue hier nochmal einen hohen. Da. Da. So. Jetzt habe ich nicht mehr genug Gold für eine Kanone. Jetzt warte ich einfach nochmal ein bisschen. Bis ich genug Gold habe. Und dann baue ich die da hin und dann knall ich den. Indem ich diese. Oh, ich kann meine Kanone feuern. Nee, stopp. Feuer können. So, jetzt muss ich noch da scrollen. So ein Stück weiter rum. Ein bisschen rauszoomen. Ah, stopp. Stopp, stopp, stopp. Hopp. So. Jetzt muss ich in diese Richtung drehen, oder? War doch richtig in diese Richtung.
Dreh, 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 schneller! Komm! Sieg, 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 Sieg und Flieg, Sieg und Flieg, Sieg und Flieg, Sieg und Flieg. Bleib länger drinne, bleib länger drinne. Und stopp. Jetzt muss ich noch ein Stück weiter drehen. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Okay, ich kann jetzt meinen Kanonenturm tatsächlich hier erstmal auf Bild drücken. Auf Bild drücken. Hä? Wo bin ich denn gerade? Wo war mein großer Turm? Ach, da war der große Turm. So, jetzt kann ich den Vorrang upgraden. Hier noch eins. Hier noch eins. Hier noch eins. Und hier noch eins. Dann kann ich nämlich hier die Kanone hinsetzen. Dann auf Fire Cannon drücken. Die nehmen. Und die jetzt so drehen und dann so ziehen. Schneller, 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 schneller. Und Treffer. Treffer. Doppeltreffer. Der probiert meine Häuser zu zerstören. Was ist das denn für ein Wichser? Fire Cannon. Wo ist die? Die, mit der möchte ich schießen jetzt. Und shoot. Ich möchte die einfach mal fliegen lassen, um zu gucken, wie die normal fliegt. Okay, es sieht so aus, als würde sie treffen. Es sieht so aus, als würde sie treffen. Trifft sie dann auch? Wie viel Geld habe ich? 400. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich drücke jetzt auf Bild. Und mach den hier nach ganz oben. Drück jetzt auf Fire Cannon. Drück auf den. Dann so in etwa. Zack. Und der hat mal eine Kanonenkugel getroffen. Kann ich den jetzt abbauen, den hier? Hallo? Ich möchte diesen Bereich verkaufen, ja? Warum geht das nicht? Achso, der wird noch abgebaut. Okay, jetzt muss ich Fire Cannon drücken. So in etwa. Dann muss ich auf Bild drücken, so. Dann auf Fire Cannon. So. Und jetzt zusch. Oh, ich muss den Turm unter dem Scheißteil kaputt machen. Das wusste ich nicht. Okay. Bild. A thing. Bauen wir hier nochmal ein Haus hin. So. Drücken wir natürlich auf Feuern. So cool da die Kanonen. Okay. Kann ich eigentlich verkaufen? Wo ist meine Kanone hin? Wo ist sie hin? Hallo? Kanone? Wo ist meine Kanone hin? Egal, Bild. Brauche ich halt eine neue. Drücken wir direkt auf Schießen. Warum schieße ich denn auch immer auf mein eigenes Haus? Bin ich dumm? So. Hätten wir die eine Kanone von ihm ausgeschaltet, kann ich das Haus unter der Kanone verkaufen. Mal gucken. So. Jetzt fällt es ja runter. Wenn er stehen bleibt. Ja, kann ich. Der steht ja noch. So. Das Bild. Da eine drauf. Verkaufen wir hier. Ein Häuserblock. Bild. Da eine drauf. Drücken wir Firing Cannon. Gegner ist about to build a cannon. Zack.
Und nochmal zack. Und zack. Und zack. Zack. Und gleich hätten wir den Gegner besiegt, sag ich mal so. Ja, naja, geht hier weiter vorne noch ein Tower hinzubauen? Nein. Okay, da muss ich jetzt auf Fire Cannon drücken. Zack. 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 So, weil ich will jetzt nämlich den Main-Turm von dem stürzen. Und das geht nur, wenn ich hier ein paar Schüsse lande hier. Und das war scheiße dafür. Scheiße dafür. Nur ein Schuss hat getroffen. Dann feuere ich den mal so. Den mal eher so. Und den mal eher so. Niu. Und jetzt. Drehe schneller Planet. Ich brauche neue Abwehrmaßnahmen. Zack. Zack. So. Firing Cannon. So, und jetzt schneller drehen. So, das kippt gleich, das kippt gleich. Ich habe das im Gefühl, es kippt schon noch. Treff genau da. Ja! Ist es nicht gekippt? Verarschen? Verarschen kann ich mich selber, du Wichser. Zack. Oder zu wenig Power. So, einer davon muss treffen. Einer muss treffen. Oh, das könnte böse enden für meinen Gegner. Das ist knapp. Shoot! 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 Er hat auf der anderen Seite Sachen gebaut. Ich muss darüber. Zu meiner anderen Kanone. Und auf Shoot klicken. Und auf Build. Und auf Shoot. Auf Fire Cannon. Und auf Shoot. Das Spiel ist eigentlich lustiger, als ich dachte. Wenn es davon jetzt noch so einen Online-Modus so gegeneinander gibt, das wäre cool, echt. Der Gegner baute eine Kanone. Also so einfach hörst du mich nicht los, Boy. Ma Boy. So. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen aufschlagen. Hier, zack, zack. Und gleich im nächsten Schritt an den beiden Türmen auch noch Kanonen bauen. Habe ich den gegnerischen Chor verletzt? Ja. Und wie ich den verletzt habe. Fire Cannon! Treff, 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 treff. Du triffst dreimal. Ich sag's. Nein, der ist drüber gesprungen. Einmal. Der hat mir verliebt, der Junge. Zweimal. Build something. Nächste Kanone. Jetzt können wir viermal schießen. Fire Cannon. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und jetzt müssten alle treffen. Alle müssen nur treffen. Oh, schön. Ich habe das Mikro mit meinem Fuß gehauen, mit meinem Bein gehauen. Alle müssen treffen. Alle vier treffen. Komm. Zwei Hits. Drei Hits. Vier Hits. Okay, er hat nicht mehr viel Leben. Und nächstes Gefeuer Anlauf. Nächstes Gefeuer Anlauf. Hallo? Nächstes. Feuer. Feuer. Bild. Ich habe ja mehr als genug Geld dafür, ne? Der hat mein Chor ja nicht mal beschädigt. Aber dafür wird sich jetzt gerecht. Fire Cannon.
So, das macht ihr nicht nochmal verstanden. Bild. Bild kennen. Bug User. Jetzt in meinen eigenen Turm. So wird dieses Video heißen. Ach Gott. Ich habe gerade wirklich meinen eigenen Turm zerstört. Feuer! Noch aus der Luft. Und liegt einfach auf dem Rücken, die Kanone. So, egal. Wollen wir jetzt den Ende, wollen wir dem Ganzen jetzt ein Ende bereiten? Du schießt jetzt einen Schuss. Du schießt einen Schuss. Hallo. Du schießt einen Schuss. Du schießt einen Schuss. Und du schießt einen Schuss. Und jetzt zoomen wir aus. Raus. Einfach rauszoomen. Einfach pur rauszoomen. Und meine halb zerstörte Stadt und seine zur Hälfte nicht existente Stadt angucken. Würde es der letzte Schuss entscheiden? Nein, der vorletzte. Und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Part von dieser Art von Spielen. Auf Wiederschauen.